99 Sekunden Sportbusiness kompakt. Von und mit Professor Dr. Gerhard Novak. Herzlich willkommen zu den News to Use aus dem Sportbusiness. Insgesamt 3.300 Sportlerinnen und Sportler, die binnen 48 Stunden um insgesamt 202 Entscheidungen in 10 deutschen Meisterschaften kämpfen, das sind die Finals 2019 in Berlin am 3. und 4. August. Nach Olympischen Spielen und Fußball-Weltmeisterschaft haben wir noch nie ein so großes Ereignis selbst produziert, sagt Thomas Fuhrmann, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Sport, dessen Sender gemeinsam mit der ARD 20 Stunden live überträgt. Insgesamt setzen beide Sender 99 Kameras ein und koordinieren 10 Produktionsstandorte sowie 12 Übertragungswagen. Im letzten Jahr haben wir die erfolgreichen European Championships erlebt, wo in 7 Sportarten kontinentale Titel vergeben worden sind. Jetzt erleben wir das Pendant auf nationaler Ebene. Ich gratuliere den Verbänden ARD und ZDF, dass sie sich auf einen Termin haben einigen können. Jetzt wird mit den Füßen und der Fernbedienung abgestimmt, ob es sich um eine Erfolgsgeschichte handelt oder nur ein Sommermärchen 2019. Für 2018 weist der Deutsche Fußballbund einen Ertrag von knapp 351 Millionen Euro sowie einen Aufwand von rund 357 Millionen aus und konnte nach planmäßiger Verwendung entsprechender Rücklagen von 5,6 Millionen Euro ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen. Am meisten profitiert der DFB vom Geschäft mit der Männernationalmannschaft. Auch aufgrund der Zahlung aus der neu eingeführten Nations League wurden rund 85 Millionen Euro eingespielt. Wirtschaftlich gesehen setzt der DFB alles auf eine Karte, Männernationalmannschaft. Das ist riskant, betrachtet man die WM im letzten Jahr. Und auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob das die Lebenswirklichkeit der 7 Millionen Mitglieder widerspiegelt, also 100% satzungsgemäß ist. Beim FC St. Pauli steht die visionäre Idee des Verkaufs des Stadions am Millerntor per Genossenschaftsmodell an die eigenen Fans kurz vor der Verwirklichung. Das sagen St. Pauli-Präsident Oke Göttlich und Geschäftsführer Andreas Rettig. Man treffe den Nerv der Fans und des Zeitgeistes. Beim Kauf des Stadions ist der Erwerb des Stadionnamens nicht inklusive. Das würde mich sehr freuen, wenn es hier zu einer konkreten Vereinbarung kommt. Allerdings habe ich meine Zweifel, ob die Kaufsumme realisiert wird. Denn vor 4 Jahren hat man nach umfangreichen Baumaßnahmen am Stadion 65 Millionen Euro in die Hand genommen. Das waren sie, die News to Use für diese Woche. Ich wünsche Ihnen gutes Sportbusiness.